Servus. Hallo. Rizi. Hallo. Und hallo. Hallo. So, Post von Lykistis hat wieder Geschenk geschickt. Ein Relikt des straffenden Idols. So wie das aussieht, kann ich das ja nicht verwenden. Was ist das hier? Oh, ein Geschenk. Was stand da für Kaisen? Für deinen Du tust, Kaisen. was ich nicht auch Lieber tun würde. Lykistis. Kaisen hat in dem Let's Play hier nichts zu suchen. Überhaupt nicht. Er muss ja schon am Botschafter geschickt werden. Dann kriegt er doch Kaisen. Jetzt kriegt er Frau Dawn. Weil Frau Dawn mag Militärausrüstung. Besonders dieses Gourmet-Rationspaket. Siehst du? Werde ich jetzt auch benutzen. Eiskalt. Und wie das sagt einer dem Kaisen. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Du Eule. Ich bin Hell 4. Hell 4 bin ich. Was ist das hier? What Hell the 5. hell? Hell 5 und höher. Wisst ihr, was das Kuriose ist? Dass die Relikte, die ich drin habe, die sind besser als das, was er mir geschenkt hat. Kann ich ja nicht mal einbauen, wenn ich Hell 5 habe. Ach Mensch, ihr und eure Geschenke, aber trotzdem danke. So, los, ab zur U-Bahn hier. Oder wo müssen wir hin? Ja. Ja. Wo bin ich denn hier? Ich schlug halt den Umweg, aber egal. U-Bahn halt Verspätung war. Ne, meine fährt pünktlich. Bitte wählen Sie Ich eine bin schon mal verfügbare drin. Haltestelle. Oh, warst jetzt nicht mit drin? Oh. Ne. Die ist ohne mich gefahren. Ab in Villenviertel. Bei den Snobs. Die Noobs zu den Snoobs. In einem Riesendildo. Tampon. Nee, dafür fehlt hinten der Faden. Und ich kann mich immer noch nicht da drinnen sehen. Möchte man ja dann wissen, wo ich sitze. Einen Fensterplatz habe ich nicht. Oh. Gerade voll der Ladebildschirm. Also dieser Startbildschirm. Ich habe schon gedacht, ich bin jetzt hier rausgeflogen. Das wäre natürlich. So, gut. Sind wir hier? Ich schmeiß mal hier noch welche mit. Diese Stadt war das Juwel von Schneebälle Tokio. an. Bringt das eigentlich noch was? Sieht Nö, sich ne? keiner an. Wir werden sie wieder aufbauen. Straßen, in denen ich Das ist eine aufwuchs, sind gute voll von Frage. ekligem koreanischem Blut. Ich Ich würde sagen, nein, weil. glaube, es ist vorbei. Ja. Aber wir können immer noch schmeißen. Wir könnten ja ein Jahr. Wie war das mit dem Schnee im Sommer? Kannst du jetzt auch im Sommer schmeißen? So, wo müssen wir denn jetzt lang? Hier? Und dann hier. Und trotzdem hat Schnee im Sommer bei mir eine andere Bedeutung als bei dir. Hab ich mir neulich bei YouTube wieder angeschaut gehabt. Die Püppi macht sich lustig über mich. Nein. Weil, wenn einer Schnee im Sommer sagt, der Buddha an Schnee im Sommer denkt. Was auch sonst? Oh, Malerin hier! Soldatenphase. Wo ist sie denn? Vor allen Dingen wer? Hier, Hallo? die Gaza. Ach hier. Die war vorher nicht da. Major, gute Arbeit. Captain Ferris' Truppen sind schon mit den Tresorknackern und der 53. gepanzerten Division unten. Sie sind jetzt unterwegs zur Bastion. Unsere Strategie ist perfekt aufgegangen.
Jetzt ist es Zeit für die letzte Phase. Jetzt geht's los. Der Chaos-Trupp ist bereit zum Einsatz, General. Bevor der volle Angriff beginnen kann, muss euer Team zwei letzte Ziele erfüllen. Das erste ist, General Raktons Kommunikation zu unterbrechen. Sobald der Chaos-Trupp Signalstörer an wichtigen Punkten außerhalb der Bastion angebracht hat, können wir jegliche Kommunikation abschalten. Hoffentlich minimiert das überraschende Verstärkung für das Imperium. Ich hoffe, dass überhaupt keine imperiale Verstärkung eintrifft. Wenn die Störer angebracht sind, kann der Chaos-Trupp das nächste Ziel angehen, das Tor der Bastion zu durchbrechen. Das Tor ist durch einen Frontalangriff praktisch undurchdringbar. Also braucht ihr einen imperialen Raupenpanzer, mit dem ihr unbemerkt hineinkommt. Eine Raupe. So gut wie erledigt, General. Bei diesen Koordinaten haben Scouts eine Raupe mit minimalem Begleitschutz entdeckt. Das ist die beste Gelegenheit. Wenn ihr mit der Raupe durch das Bastionstor gelangt seid, dann sichert die Steuerung des Tors und kontaktiert mich über Holo, damit der finale Angriff beginnen kann. Alles verstanden? Vor dem Tor Signalstörer anbringen, die Raupe schnappen, die Torsteuerung sichern. Klar. Die Zeit drängt. Diese Raupe wird nicht ewig auf dem Schlachtfeld sein. Bringt die Signalstörer an und macht euch so schnell wie möglich auf den Weg. Lasst euch durch nichts aufhalten. Wegtreten. Und viel Glück. Aber bitte eine Raupe mit großen Knopfaugen und in Regenbogenfarben. Jawohl, mein Führer. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Wie machen wir da raus hier oder was? Los, Donny, komm. Ey. Du hast da keine Schneeflocken mehr gehabt, das geht so nicht. Hast du schon mal rausgeguckt? Das ist Winter. Was denn für Schneeflocken? Nee, ich habe heute noch nicht rausgeguckt. Ich wollte heute rausgucken, ja. Naja, der Schnee ist schon wieder weg. Hab's aber schon wieder vergessen. Ja, Gott sei Dank ist der weg, ey. Aber es ist gefroren. Als ich heute Morgen einkaufen war, habe ich aus Fenster geguckt und dachte so, ist ja klar. Musst du wieder kratzen. Wo genau wollen wir eigentlich hin? Weiß ich nicht, zu dir. Wir müssen da unten. Hier hätten wir irgendwo abbiegen müssen. Na, über Südlass war nicht ganz so weit weg waren. Deswegen habe ich gefragt. Aber komm mal her, komm mal kurz her. Komm mal her. Komm mal hierher. Hier zu mir. Guck mal auf das Schild. Was steht denn da? Da müssen wir lang. Mann. Stand doch da, eindeutig. Da musst du lang. Ob die jetzt uns meinen, ist erstmal nebensächlich. Ja, vor allen Dingen, ich hatte ja Spätschicht die Woche und dann haben die ja schon am Donnerstag dann so, oh, das soll heute noch regnen und frieren und Blitzeig. Ich sage, ja, uff jetzt. Dann regnete das aber am Freitag, weil meine Postfrau, die kam total feucht bei mir an. Und da hat es schon die Tatsache gesagt, 6 Grad vom Mittag. Ich sage, ach, 6 Grad. Und dann war das auch bis abends, wo ich dann wieder nach Hause von der Arbeit, war das auch nicht mehr, hat das nicht gefroren. Also waren abends noch 3 oder 4 Grad. Mhm. Ja, mal gucken, wie lange, ne? Mhm. Da kommt noch was. Na, vor allen Dingen dachte ja dann, wo das gefroren hat heute Morgen, dass das denn glatt ist, aber wohl nicht. Gott sei Dank. Ja, mir kann es noch recht sein. Sind wir überhaupt richtig? Mhm. Mach doch nicht gleich das Mikro deswegen aus. Musst du innerlich weinen. Solange es nur innerlich ist, kannst du es doch anlassen. Ja, war ziemlich laut für innerlich. Boah, hier Angreifer, Hilfe! Was? Ja, stand da. Da, hier überall steht das.
Angreifer, Straßenräuber. Was ist denn hier los? Das Kapitol. Erinnert mich an Mockingjay. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird, wenn richtig. Hast du schon den letzten Teil geguckt? Ich verstehe die Frage nicht. Also ja. Ja. Ja, Sishi hab ich da, Sishi. Gott sei Dank hat das jetzt ein Ende, wa? Meinst du? Weiß ich nicht. Ich hab noch nie einen Film davon gesehen. Da kommt noch was. Da kann nichts mehr kommen. Da hat noch was zu kommen. Kann ja einfach zu Ende sein. Na klar. Nein. Das ist so ein großer Scheiß. Aber Scheiß, der mir gefällt. Nee, kann ja nicht sein. Du lügst. Tu ich nicht. Falsches Gebäude, würde ich sagen. Wir müssen hier durch die Eingangshalle. Darf ich hier keinen erschießen? Wir haben bis jetzt in der Folge noch keinen erschossen. Die ist schon fast vorbei, oder? Mhm. Scheiße, ey. Gut, ihr seid da. Es gibt Probleme. Ihr erinnert euch an Ratsmitglied Belos? Nein. Kantarus hat mir berichtet, dass die Republik auf dem Weg hierher ist. Ihr könnt die Legislatur noch nicht angreifen. Das Imperium hat die Kontrolle über die Ionenmauer übernommen. Das ist Corellias stärkstes Verteidigungssystem. Sie wollen sie gegen die Republik einsetzen. Wie funktioniert die Ionenmauer? Idiotenmauer? Sie strahlt eine massive Schallwelle aus, die Schiffe, Sicherheitsvorkehrungen, schwere Waffen und eigentlich alles ausschalten kann, was Energie benötigt. Wenn sie die Republik trifft, hat das Imperium Corellia für immer im Griff. Aber ich habe die Codes. Warum richten wir sie nicht auf die Verteidigung der Legislatur? Wird das Imperium nicht mit einem Gegenangriff rechnen? Sie glauben, dass das unmöglich ist. Zuerst müsst ihr die Emitter der Ionenmauer auf die Legislatur richten. Sie wurden in Statuen um den Kapitolplatz verborgen. Sobald die Emitter ausgerichtet sind, kann die Ionenmauer aktiviert werden. Die Steuerung befindet sich im Inneren der korellianischen Innenaufklärung. Da haben wir den Haken. Die korellianische Innenaufklärung war einer der ersten Orte, die das Imperium eingenommen hat. Da wird es vor Imperialen nur so wimmeln. Ein paar republikanische Truppen oder eine Korsak-Einheit würden die Chancen verbessern. Wenn ihr dort mit mehr als euren eigenen Leuten ankommt, weiß das Imperium, dass etwas vor sich geht. Unsere beste Strategie ist es, schön unauffällig zu bleiben. Die Imperialen sind leider nicht die einzige Gefahr. Mehrere Mitglieder des Rats der Sith trafen vor ein paar Tagen am Kapitolplatz ein. Einer von ihnen, Darth Acheron, wurde zur korellianischen Innenaufklärung geschickt, um die Ionenmauer zu sichern. An ihm müsst ihr vorbeikommen. Wie kämpft Darth Acheron? Ich habe ihn nur kurz gesehen. Er ist leicht reizbar und hat einen starken Griff. Wenn er damit zurechtkommt, überlebt ihr. Ich sollte gehen. Es gibt eine sichere Leitung von der korellianischen Innenaufklärung in mein Büro. Kontaktiert mich, sobald ihr die Ionenmauer aktiviert habt. Das Wachhaus ist immer noch mit der Legislatur verbunden. Wir können ihre Verteidigungsmaßnahmen nicht steuern, aber wir sehen, wenn sie ausgeschaltet sind. Ich bringe Korsak und die Republik in Position. Sobald ihr die Ionenmauer aktiviert, greifen wir an. Na toll. Verstärkung kriegen wir nicht, sonst kriegen die ja mit, dass wir da angreifen. Und wir sind zu schwach für. Das ist ein Teufelskreis. Fass ohne Boden. Dann kann ich doch gleich sagen, naja, dann lassen wir das. Ja. Weil wenn wir da erstmal reingehen, dann wissen die sowieso, dass wir da sind. Genau. Oh, hier ist doch gleich alles hier vorne irgendwo. Was leuchtet hier? Wo ist denn deine Aufgabe eigentlich? Ich hab keine. Bin nur Deko. Hast du keine Hauptaufgabe? Ja. Hauptaufgabe? Was ist das? Klassenaufgabe? Veteranenvotum? Meinst du das? Keine Ahnung. Ich hab hier ihn getroffen. Na, irgendwas, was bei dir ganz oben steht. Bei mir steht Vorstoß. Veteran. Votum.
getestet? Da oben bestimmt. Dann eine Heldenaufnahme. Dein sehe ich hier ja nicht. Hä, wo soll das sein? Ah, da. Aha. Manchmal beeindrucke ich mich selbst. Voll der Display hier. Oh. Muss man eine Runde Star Wars Sword Republic spielen. Würde ich nicht machen. Scheißspiel, habe ich gehört. Und Äuglein zu. Das Schlimme ist ja, dass viele so reden. Was? Ich habe auf Facebook jetzt hier, haben sie ja wegen Abonnentenbelohnungen. Ja. Für Februar. Und da heulen sie jetzt alle wieder rum. Ja, bringt mal mehr Content. Bringt mal mehr, wie es ich war. Und bla. Und so eine langweilige Belohnung. Und dafür mache ich kein Abo. Und da ist mir so ein durch den Kopf gegangen. Warum tut ihr euch, also diese ganzen Flamer, nicht einfach zusammen? Und macht euer eigenes Spiel. Wo ihr jede Woche neue Content bringt. In 1A-Qualität. Bugfrei natürlich, versteht sich. Und um die User oder die Spieler nicht zu verschrecken, am besten noch alles kostenlos. Wir kommen beinahe. Denkt mal drüber nach. Die Leute wollen Geld verdienen, damit es hier am Leben bleibt. Also ich verstehe diese ganzen Diskussionen immer nicht. Ja, und vor allem nicht nur, dass es am Leben bleibt, sondern dadurch werden auch Sachen finanziert, sowas wie Gehalt und Strom und Server und was ja, nicht gesehen. Diese Server, so ein normales Spiel, bezahlst du einmal. Klar, da haben die aber keine weiteren Zusatzkosten. Die machen dann irgendwann ein Add-on und dafür wollen sie Geld haben. So, fertig. Weil sie ja da dran gesessen haben und die Arbeit haben. Und wie du schon sagst, so ein Server ist hier 24 Stunden am Tag online. Das ist ja genauso, wie Leute sich immer aufregen, wenn Wartung ist. Seid doch mal froh, dass Wartung ist. Weil die können doch das ganze Spiel hier über den Haufen werfen hier und nichts machen. Und dann haut gar nichts mehr hin. Die Leute haben einfach kein Verständnis mehr, wie das Leben funktioniert. Die wollen alles in Hals, also in Rachen gestopft kriegen. Mhm. Und für nichts und wieder nichts. Alles für lau. Aber du willst verlangen, aber dann noch 1A... backfreie Sachen, wisst ihr? So sind Menschen eben, immer nur wollen. Ja. Bin das da immer wieder der Meinung. Das wird sich über die Jahre nie ändern. Wem das nicht passt, der soll gehen. Der soll lassen. Ich bin Dauerabonnent, dafür gehe ich aber auch arbeiten. Da vielleicht mal ansatzweise drüber nachdenken, wenn wir mal arbeiten gehen. Gut, wenn ihr Schüler seid, dann ist das nicht so machbar, aber trotzdem. Ach, könnte ich mir stundenlang aufregen, wisst ihr das eigentlich? Ja, auch als Schüler kann man Geld verdienen. Ich meine, als Frau hast du es einfach, prostituierst dich einfach, Organe spenden, pharmazeutische Industrien mit deinem Gesundheitszustand bereichern. Mein Gott. Also Arzneimittel testen quasi, mir fiel das Wort vorhin nicht ein. Es gibt immer Möglichkeiten. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Wir können nicht in einer Welt leben, wo ich alles kostenlos haben kann und dann noch in Bombenqualität. Selbst Sachen aus China, billig Quatsch, kostet trotzdem Geld. Ja, die Leute könnten doch mal denselben Anspruch machen, wie sie auch zu anderen legen. Also selber mal kostenfrei arbeiten in einer einwandfreien Qualität. Ja, sag ich ja. Sie sollen sich zusammentun, sollen ein Spiel machen, sollen jede Woche übrigens, wo sie ja nachschreien, jede Woche neue Sachen, neue Flashpoints, neue Operationen rausbringen, wisst ihr? Und dann aber wirklich in 1A und fehlerfrei. Nicht anders. Und wie gesagt, umsonst müssen sie arbeiten. Dann wollen wir mal sehen, wie lange sie das durchhalten. Und Äuglein zu. Da fragt er da zum Beispiel, gibt ja jetzt als Belohnung irgendwie AK-55 Jetpack. Hm.
brauchst also den Jetpack im Februar. Was ich mal richtig gut finde, da habe ich jetzt auch mal ein Jetpack, weil ich habe ja keinen Bock, diese komischen Pakete zu holen. Weil da, bis du da mal ein Jetpack drin hattest oder drin hast, das ist ja mal so eine Glückssache, wisst ihr? Und der steht nicht mehr auf. Da freue ich mich, dass ich dann als Abonnent sowas kriege. Bin ja ein bescheidener Mensch, wisst ihr? Und er hat dann ihn gefragt, warum erst im Februar? Weil im Februar kommt ja die Erweiterung raus. Deswegen gibt es wahrscheinlich das Abo-Geschenk erst im Februar. Und da schreibt doch wirklich einer, weil BioWare dumm ist? Weil da frage ich mich echt, also... Ohne Worte. Alleine schon der Kommentar sagt schon viel über den Typen aus. Aber wer Fotos mit Kaninchen abbildet als Fotogalerie da. Redest du schon? Nö, ich hab's abgebrochen. Weil? Die Folge um ist. Ach so, Entschuldigung. Sag doch einen Ton. Ton. So, genug jetzt hier. Ich wollte dich nur aussprechen lassen, die nächsten 15 Minuten. Das machen wir in der nächsten Folge. Reden hier munter weiter. Wird abgerechnet, die Abrechnung. So. Bis demnächst. Tschüss.